So, meine Lieben, dann schauen wir mal, was das wird. Beschweren kann ich mich nicht. Der Vormittag, der war recht chillig in Spaltenkirchen. Jetzt bin ich daheim. Meine Frau ist mit den Kindern zum Bürgerfest. Jetzt hätte ich eigentlich gedacht, dass ich ein bisschen chillig habe, ein bisschen Ruhe habe, meine Sachen mal machen kann. Jetzt nach Neufahren bei Freising zu einer Türöffnung. Haben jetzt knapp 40 Kilometer Anfahrt. Junge Dame etwas nervös, kann aber viele Gründe haben. Ich hoffe an dieser Stelle nur, dass es nicht wieder eine Leerfahrt wird. Jetzt geben wir noch schnell Bescheid, dass wir auf Anfahrt sind. Und dann sehen wir schon. Bauchgefühl hat man eigentlich immer so ein bisschen recht, weil es eine Leerfahrt. Jetzt nicht wie so manchmal, dass man vor Ort keinen hat, vor Ort keinen mehr auffindet oder sonst irgendwas, sondern da war es jetzt am Telefon, war schon ein bisschen Verständigungsproblem, der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig, auch nicht gescheit zugehört, möchte niemandem zu nahe treten. War es vor Ort so, anfahren lassen, Tür prüfen lassen. Die Aussage war, Wohnung quasi verlassen, der Schlüssel ist drin, nicht abgesperrt. Jetzt gebe ich mir da 10 Minuten, Viertelstunde, richtig dick Mühe, dass ich die Tür aufkriege. Unten im Treppenhaus war schon so, dass keine Nachbarn da waren, die Treppenhaustüren geöffnet hätten oder sonst irgendwas. Dann gehe ich da auch schon mit der Karte rein, das kostet nichts extra, die 20 Minuten, was ich bei euch vor Ort bin. Ob ich da jetzt mit euch Kaffee trinke oder drei Türen aufmache, in der Hinsicht egal. Aber die Wohnungstür war dann doch abgeschlossen. Ich habe halt erst probiert, von oben die Falle zu erreichen. Komme nicht weiter mit meinen Karten, denke mir auch, das kann ja nicht sein. Gehe dann mit der Karte von unten rein und bleib am Riegel hängen. Also ist die Tür abgeschlossen, sage ich zu ihr auch. Kann es nicht doch sein, dass die Tür abgeschlossen ist? Na, was er dann die nächste Frage aufgeworfen hätte, wie kann es dann dir passieren, dass du einfach nur den Schlüssel vergisst? Vor den Eltern schon das Haus verlassen, halt den Schlüssel vergessen. Die Eltern sperren die Wohnung immer ab. So auch bei diesem Mal. Eine abgeschlossene Tür kann man zerstörungsfrei nicht öffnen, den Karten oder Nadeln oder sonst irgendwas. Wenn, dann müsste man picken. Können ein paar Schlüsseldienste, können sowas, ist in Ordnung. Zwar aber das auch noch ein Sicherheitsschloss von Keso. Dann hat sie gesagt, ja, macht nichts, machen Sie so auf. Dann habe ich ihr das nochmal erklärt, dass ich dafür den Schließzylinder zerstören müsste, den teuren Schließzylinder zerstören müsste. Gehört zu einer Schließanlage dazu. Selbst wenn ich in Anführungsstrichen noch so günstig bin, sind die Folgekosten da nicht unerheblich. Ne? Das ist, ich muss dann aufbohren, einen neuen Zylinder reinsetzen. Also sind wir bei mir insgesamt da ungefähr, wären wir um die 200 Euro gewesen. Das ist aber ein Schließanlagenzylinder, hätte der Vermieter dann wahrscheinlich nochmal 400, 500 Euro für verlangt, dass dann Ersatz reinkommt. Na, habe ich ja dann auch gesagt. Ja, was macht man jetzt also? Sie hätte gern gewollt, ich hätte zerstörend geöffnet. Ich habe auch gesagt, nein, mache ich nicht. Jetzt haben wir es 14 Uhr gleich. Die Eltern sind dann auch da, heute Nachmittag oder am frühen Abend, wenn ich das richtig verstanden habe. Lieber jetzt die Zeit noch bei einer Freundin verbringen und dann warten, bis die Eltern nach Hause kommen und dann von den Eltern ganz normal aufsperren lassen. Also das ist ja brutal. Ja, dann hat man natürlich die Sache, ich bin jetzt, was waren es, 38 Kilometer angefahren, Kilometer auch wieder zurück. Habe meine Arbeitszeit, normalerweise kann ich das jetzt schon aufgrund der Falschinformation voll abrechnen. So als wenn ich die Tür aufgemacht hätte. Jetzt haben wir gesagt, machen wir eine Leerfahrt. Die Leerfahrt, die würde jetzt auch irgendwo um den Bereich 110 Euro irgendwie sowas liegen. Ich blende es euch ein. Jetzt haben wir es so gemacht, dass wir es zusammengestutzt haben auf 60 Euro. Es ist jetzt nicht lustig, auch nicht für mich. Es ist vielleicht gerade so kostendeckend. Für euch hört sich jetzt 60 Euro viel an. Ich bin anderthalb Stunden unterwegs. Ist nicht lustig. Stehe woanders nicht zur Verfügung. Ja, habe jetzt eh fast 50% zusammengestutzt. Genau habe ich es gerade nicht im Kopf, was wir aufgeschrieben haben. Ich blende es euch gerne ein. Und habe jetzt auch nicht, natürlich nicht auf Sofortkasse bestanden.
ist jetzt ein Vertrauensgeschäft. Ich habe gesagt, die 60 Euro gelten auch nur, wenn es pünktlich überwiesen ist, innerhalb von einer Woche. Ich schicke jetzt nachher die E-Mail durch und fertig. Ansonsten ist der volle Preis fällig. Ja, weitere Geschichte aus Neufahren bei Freising. Ich mag es auch nicht, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte, aber das sind halt Sachen am Telefon. Man fragt sein Muster ab, kann dann den Leuten klipp und klar sagen, bei einer abgeschlossenen Tür so und so viel kostet es, bei einer unverschlossenen Tür so und so viel kostet es. Jetzt, wenn man da natürlich runterfährt, die sagt am Telefon, nein, ist nur zugezogen, Schlüssel ist in der Wohnung, gehst du von einer relativ normalen Türöffnung aus. Es gibt natürlich immer die Ausreißeröffnungen, ne? Aber wenn eine Tür von Grund auf abgesperrt ist, ist es schon, auch wenn sie es unwissentlich anscheinend gemacht hat. Ich hatte jetzt eher so das Gefühl, sie hatte gedacht, auch eine abgesperrte Tür kann man mit der Karte öffnen. Nein, es geht nicht, weil es ist ja abgesperrt. Ist nicht lustig. Okay, schauen wir, was der Tag sonst noch so bringt. Meine Frau hat sich schon zurückgemeldet. Die sind auch schon zurück vom Bürgerfest. Das war jetzt wohl nicht so der Hit, aber das klären wir dann daheim. Bis dahin.